ist denn der Austausch von chilenischen und deutschen Politikern? Wann war denn zuletzt die deutsche Außenministerin in Chile? Außenminister war es vor ein paar Jahren, aber die wirtschaftliche Minister, ich meine die Wirtschaftssekretärin, ja, ist dreimal in Chile gewesen im letzten Jahr. Und so, wenn es von Wirtschaft und Energie die Spreche ist, dann fahren die Deutschen nach Chile. Und auch unser Minister, unser Wirtschaftsminister und unser Energieminister und unsere Umweltministerin sind nach Deutschland mehrmals gefahren in den letzten Jahren. So, es gibt eine sehr enge Beziehung zwischen die beiden und sie arbeiten zusammen, um diese Projekte möglich zu machen und mit nachhaltigen Konsequenzen, ich meine, Auswirkungen. Auswirkungen. Bleiben wir bei der Außenministerin. Wir haben hier in Deutschland die feministische Außenpolitik. Chile hat sich auch der feministischen Außenpolitik verschrieben. Mhm. Ist das das Gleiche oder gibt es da Unterschiede zwischen Chile und Deutschland, was man unter der feministischen Außenpolitik versteht? Okay, die Analyse und die Ziele sind gleich. Wir haben keinen Unterschied zwischen den Ländern, die die feministische Außenpolitik fordern. Aber natürlich ist die Aktivitäten und die Maßnahmen, die getroffen sein müssen, nicht dasselbe, weil wir verschiedene Länder sind und wir sind anders. In Chile jetzt haben wir einen sehr jungen Präsidenten, der für Frauenrechte steht. Und seine Regierung ist sehr, sehr feministisch. Und deshalb hat er diese feministische Außenpolitik von Anfang an endorsed. Und jetzt haben wir zum Beispiel im Ministerium in Staatssekretärin und Direktorin von öffentlichen Agencies, also, ja, ja. Eine paritätische... Obligatorisch? Ja. Nein, nicht obligatorisch. Er hat das getan. Es war eine politische Entscheidung und er hat das wirklich fortgeführt. Mhm. Und das macht einen Unterschied. Und deswegen sind wir ein bisschen anders als in Deutschland, weil wir, also wenn ich zum Beispiel wenn ich an die deutschen Unternehmen oder, und es gibt viel mehr Männer. Die Frauen in Deutschland haben mir gefragt, mehrmals, was hat ihr getan? Was haben sie getan, um diese so viele Frauen zu haben? Das ist eine politische Entscheidung. Also wurde das dann auch mit der Frauenquote erleichtert oder gibt es keine Quote? Es gibt keine Quote jetzt, deswegen sage ich, es ist eine Entscheidung, die Frauen zu schätzen und zu wissen, dass es geht uns alles besser, wenn wir 50 oder so in der Nähe uns wenn ich sagen darf, arbeiten. Es widerspricht ein bisschen dem alten Klischee von Südamerika, Macho-Gesellschaft. Und jetzt sind Sie Vorreiter in der feministischen Außenpolitik und auch in der Wirtschaft. Aber die jüngere Generationen sind viel anders. So, ja. Natürlich brauchen wir mehrere Bereiche zu bearbeiten, zum Beispiel die Industrie, Unternehmen. Aber in der Regierung, in der Stadt geht das viel, viel besser und schneller.